Gut. Und damit sind wir jetzt auch in der letzten Folge, wollte ich gerade sagen. Nein, beim letzten Video zu Mario Kart 7 Offline angekommen. Ja, ihr wundert euch wahrscheinlich, warum zweimal der gleiche Abspann zu sehen ist. Ist es tatsächlich nicht. Es gibt zwei Versionen vom finalen Abspann. Und zwar einmal, bevor man alle vier Geschwindigkeiten gespielt hat. Und dann einmal, wenn man alle vier Geschwindigkeiten abgeschlossen hat. Oben müsste der bevor man und unten müsste der sein, den man hat. Nee, umgekehrt. Oben ist der, den man hat, wenn man alle Geschwindigkeiten abgeschlossen hat und unten bevor. Genau, ja. Meine finalen Gedanken zu dem Spiel. Das ist ein schönes Spiel. Nur hat's für mich ein ganz großes Problem, und zwar, es wirkt zu leer. Die Rennstrecken haben kaum wirklich Hindernisse. Also, ich meine, Mario Kart 8 ist meines Empfindens nach ein bisschen sehr überladen, was diese beweglichen Hindernisse anbelangt. Mario Kart 7 hat so gut wie keine. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Mario Kart Wii hatte das da wesentlich besser gehabt, auch wenn da manches überladen war. Aber ansonsten, die Strecken sind ein bisschen sehr kurz, finde ich. Nicht die Retro-Strecken, die sind natürlich so, außer die Wii-Strecken. Aber auch die neuen Strecken von Mario Kart 7, also es gab Strecken, da kam es dir vor, als würde kein Ende kommen, und dann gab es aber, würde ich sagen, 75% aller Strecken von Mario Kart 7, die jetzt neu dazugekommen sind, waren mehr so viel zu schnell abgeschlossen, das Ende kam viel zu schnell, dir kamen die Runden vor, als hättest du irgendwelche überflogen. Und gerade bei Wuhu Island, ich weiß jetzt nicht, doch, war glaube ich die erste, wo ich mich doch jedes Mal gewundert habe, dass die erste Runde so schnell abgeschlossen war, wann ich überhaupt in die zweite Runde gestartet bin. Das kriegst du auch nicht mit. Gerade bei diesen Etappenstrecken. Die erste Etappe ist zu kurz, die zweite viel zu lang, die dritte ist ausgeglichen. Ich hätte es eher gerne gehabt, du hättest drei ungefähr gleich lange gehabt. Nicht kurz, übermäßig lang und in Ordnung. Aber ansonsten, ja, die Regenbogen-Boulevard-Strecken, sei es vom SNES oder auch die von Mario Kart 7, die vom SNES sieht durch diese bunten Farben sieht sehr schön aus, und die von Mario Kart 7 finde ich es sogar eine mit der besten Regenbogen-Strecken der Mario Kart-Reihe. Gerade dieses Gimmick, dass man um den Mond fährt und auf dem Mond, nee, um den Mond fährst du gar nicht, du fährst um irgendeinen anderen Planeten. Aber halt, dass du um Planeten und auf Planeten fährst, finde ich richtig eine schöne Idee. Ja, auch optisch, gerade die Wii-Strecken nochmal einiges verbessert. Ja, schade, dass man diese Abkürzung nicht nehmen konnte. Ja, mehr gibt's nicht zu sagen. Thanks for playing! You're the best! Ha ha!